Moin Freunde, heute darf ich euch zu einem kleinen Technikvideo begrüßen. Und zwar, ich bastel heute ein bisschen an meiner Syma M14 noch ein bisschen rum, an der Gearbox. Da bietet es sich heute an, so ein kleines Video zu machen, welche Schmierstoffe verwendet ihr. Bedeutet, wo schmiert ihr Silikonöl oder Silikonfett hin bei so einer Gearbox oder bei einer SAEG und was verwendet ihr zum Beispiel für die Gears? Möchte ich eine kleine, so eine kleine Übersicht machen, wenn ich das Ding eh schon offen habe, und das schauen wir uns wie gesagt ganz kurz mal an. Schauen wir uns zunächst mal an, was wir an Schmierstoffen benötigen. Hier benötigen wir zunächst einmal für unsere Gears etwas Fett. Am besten auf Teflon oder auf Graphitbasis. Wichtig hier, unsere Gears drehen in der Gearbox sehr, sehr schnell. Und hier kann es passieren, wenn ihr ein zu dünnflüssiges Fett verwendet, was nicht dafür geeignet ist, dass sich das ganze Zeug in der Gearbox verteilt. Dementsprechend brauchen wir eben ein Fett, was sehr, sehr gut haftet. Hier verwende ich in letzter Zeit immer das Teflon-Fett von ProTech. Ist recht ergiebig, das kleine Döschen hier, und kann ich auf jeden Fall empfehlen, denn es bleibt auch nach längerer Zeit problemlos an den Gears haften. Dann benötigen wir noch etwas für ein bisschen was auf Silikonbasis. Hier ist es euch überlassen, ob ihr ein Silikonöl oder ein Silikonfett verwendet. Das ist ganz euch überlassen. Ich verwende hier in letzter Zeit von ProTech auch dieses Silikonfett. Lässt sich einfach schöner verarbeiten und bleibt auch meistens immer da, wo es hin soll. Öl kann es auch passieren, wenn ihr das für den Zylinder verwendet. Kann es passieren, dass es früher oder später vorne aus dem Zylinder herausgedrückt wird. Also hier auch etwas nehmen, was relativ dickflüssig ist. Ich habe am Anfang immer eine ganze Zeit lang aus dem RC-Bereich diese Dämpferfette oder diese Dämpferöle verwendet auf Silikonbasis. Hier müsst ihr aber mindestens 2500 bis 5000 CPS verwenden und nicht weiter unten. Ansonsten, wie gesagt, nehmt ein Fett, das seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und natürlich wieder was zum Auftragen, hier wieder mein geiler Pinsel. Dann nehmen wir uns zunächst mal unseren Zylinder her, falls dieser schon einmal in Verwendung war. Auf jeden Fall ordentlich sauber machen innen drin, am besten mit Küchenkrepp. Dann fahrt ihr hier mit dem trockenen Finger einmal innen drin drüber und dann sollte das Ganze quietschen. Bedeutet, der Zylinder ist richtig krass aufpoliert innen drin von der Fläche her. Ist das nicht der Fall und ihr schaut einmal rein und es ist nicht alles blank, sondern habt eher so Schmiere drin oder so kleine Partikel, empfehle ich euch, nehmt ihr so ein Schleifpad hier und geht einmal im Inneren, einmal komplett innen drin drüber über die Fläche, damit der Zylinder im Inneren wieder richtig schön auf Hochglanz poliert ist. Danach das Ganze natürlich wieder mit Küchenkrepp richtig ordentlich reinigen. Danach, wenn ihr mit dem Finger drüber fahrt, sollte das Ganze quietschen. So, dann nehmen wir einmal entweder unser Fett oder unser Öl auf Silikonbasis her. Das machen wir mal ganz kurz auf. Unseren Pinsel. So, dann nehmen wir ein ganz kleines bisschen nur. Wirklich nur minimals, hier müsst ihr nicht übertreiben. Und tragen das hier innen im Zylinder einmal auf. Einmal ein bisschen außenrum, ein bisschen was hinschmieren. Wie gesagt, nicht übertreiben, minimals. Wenn ihr hier zu viel nimmt, kann es euch passieren, der Pistonhead später oder der O-Ring vom Pistonhead drückt euch das ganze Zeug vor gegen den Zylinderhead. Und wenn es dann wirklich zu viel ist, drückt euch die ganze Soße vorne in euer Hop-Up rein. Und eure Hop-Up-Leistung nimmt dementsprechend ab oder funktioniert gar nicht mehr. Also beim Zylinder sehr behutsam umgehen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was drin. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch ordentlich verteilen auf die Fläche. Dann nehmen wir natürlich, weil wir Männer sind, einmal unsere Finger, denn wir machen uns ganz dreckig. Und verteilen unser Silikonfett oder unser Silikonöl einmal richtig schön auf der Fläche im Inneren. So, jetzt ist einmal eine richtig schöne hauchdünne Fläche im Inneren aufgetragen, so ein hauchdünner Film, das ist vollkommen ausreichend. Wenn wir jetzt unser Silikonöl oder unser Silikonfett eh schon offen haben, das Döschen, nehmen wir auch gleich unseren Zylinderhead her. Dieser hat bei euch ein oder zwei O-Ringe. Hier tut er auch die O-Ringe einmal mit ein bisschen Silikonöl oder Silikonfett einpinseln. Also einmal komplett außen rum. So, haben wir dies gemacht, stecken wir einmal unseren Zylinderhead in den Zylinder rein. Dies geht im Regelfall relativ straff, so wie es sein sollte. Richten diesen gleich direkt aus und pinseln ebenfalls vorne auf das Röhrchen von dem Zylinderhead. Später für die Nozzle auch ein ganz kleines bisschen Teflon Silikonfett oder Silikonöl drauf. Ist gerade wichtig, wenn ihr eine Nozzle habt mit O-Ring, damit diese hier ordentlich drüber flutscht. Ist das Ganze trocken, kann es passieren, dass der O-Ring von der Nozzle innen drin beschädigt wird. Also hier ein ganz kleines bisschen was drauf und dann nehmen wir uns mal die Nozzle her
Und dann testen wir mal, dass die hier sauber läuft. Bisschen verteilen, bisschen drehen. So, und dann passt das Ganze. So, dann geht's weiter mit der Gearbox Shell. Hier auch wieder wichtig, zunächst mal alles schön reinigen, irgendwelche Rückstände, alles komplett raus. Dann die Flächen hinten wieder für den Pisten beachten. Einmal hier die Lauffläche. Sollte diese etwas verschlissen sein oder irgendwelche Späne drin sein oder ähnliches, einmal wieder aufpolieren. Auch hier nehmen wir einfach wieder so ein Schleifpad oder so eine Schleifmatte. Könnt natürlich auch 800er oder 1000er Schleifpapier verwenden. So, hier ist es jetzt zunächst mal wichtig bei den Laufflächen für den Pisten. Habt ihr einen Pisten, einen Kunststoffpisten oder POM-Pisten, nehmt ihr hier ein Fett auf Silikonbasis. Bitte hier kein Graphit oder so verwenden oder Teflon. Das reibt ein bisschen oder flutscht ein bisschen schlechter wie Teflon, wenn hier Metall auf Kunststoff arbeitet. Da ich jetzt hier aber einen Metallpisten in der M14 drin habe, also einen Aluminiumpisten, nehme ich hier dasselbe Fett, was ich später für die Gears verwende. Sprich einmal auf Teflon-Basis, ganz bisschen was auf die Lauffläche drauf. Da müssen wir auch gar nicht so sparsam sein. So, das war ein bisschen viel Scheiße. Naja, können wir ein bisschen rauspinseln wieder. Nehmen wir es gleich für die andere Seite noch her. Und da könnt ihr, wie gesagt, richtig ordentlich reinpacken. Aber natürlich auch mit dem Pinsel, also nicht irgendwie hier reinquetschen, dass ihr hier, keine Ahnung, riesen Bollen drin habt, sondern einfach mit dem Pinsel alles schön verteilen. Und dann ist es ebenfalls ausreichend. Und wie gesagt, habt ihr einen Kunststoffpisten, was eigentlich Standard ist, solltet ihr hier irgendwas auf Silikonbasis verwenden, also Silikonfett am besten. So, okay, das soll soweit gewesen sein. Wenn wir jetzt die Gearbox-Hälften eh schon offen haben, fetten wir gleich unsere Laufbuchsen. Mache ich auch immer ein ganz kleines bisschen nur, einfach hier einmal so, zack. Das sind ein ganz kleines bisschen Fett, einmal in unsere Laufbuchsen oder Gleitlager reingeht. Da können wir noch ein bisschen. Okay, das soll es gewesen sein. Dann holen wir uns mal die Gears her. So, auch bei den Gears, ihr seht schon, die sind bei mir jetzt noch gefettet. Ihr könnt eure natürlich ein bisschen nachfetten. Aber auch hier wichtig bei den Gears, verwendet auch, wie am Anfang schon mal gesagt, irgendwas auf Graphit oder auf Teflon-Basis. Ein ordentliches Fett, was richtig dran haften bleibt. Ich habe meine Gears damals, wo ich es zusammengebaut habe, bereits mit dem Teflon-Fett von ProTech behandelt. Und ihr seht, die Gears sind immer noch ordentlich gefettet. Das Zeug haftet also richtig ordentlich drauf. Wenn ihr die Gears fettet, ihr müsst nicht jedes einzelne Zahnrad einzeln fetten, sondern ich mache es einfach immer nur beim Spurgear. Weil dann letztendlich, wenn sich das Spurgear dreht, verteilt sich das Fett automatisch auf die anderen Gears. Sprich einfach hier einmal am Spurgear ein bisschen in die Zähne das Fett einmal reindrücken. Auch hier wieder mit dem Pinsel ein bisschen reinpressen. Und dann, wie gesagt, wenn sich das Ding später dreht, dann wird das Fett auf jeden Fall aufs Bevel und aufs Sektorgear übertragen. So, einmal außen rum. Da kann es sein, dass ihr natürlich ein bisschen dreckige Finger bekommt. Aber mei, das ist halt so. Da stellen wir uns gar nicht so an. So, das ist jetzt ein bisschen eingefettet. Und wie gesagt, wenn sich das jetzt dreht, wird das Fett automatisch hier unten ans Bevel Gear übertragen und innen drin einmal aufs Sektor Gear. Die Zähne oben für den Pisten fette ich im Regelfall nicht. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Was jetzt noch wichtig ist, wenn ihr jetzt ein neues Pinion Gear verbaut oder auch einen anderen Motor verbaut oder eben die Gears komplett neu sind, müsst ihr auch hier unten einmal am Bevel Gear, da wo später unser Pinion Gear drin läuft, einmal das Ganze etwas fetten. Auch hier einfach mit ein bisschen Pinsel, einmal ein bisschen außen rum pinseln, das drückt dann automatisch in die einzelnen Zähne rein. Und später dann, wenn das Pinion Gear drin läuft, wird das Fett eh noch reingedrückt. Also einmal ein bisschen außen rum. So, und dann könnt ihr den Rest hier einmal auf die Einrastpositionen von eurem Anti-Reversal ein bisschen drauf pinseln. Okay, was ihr auch machen könnt, wenn ich immer ein bisschen am Schimmen bin, ist es immer relativ nervig,
wenn die Shims nicht gefettet sind. Die fallen dann meistens immer runter und später weiß man dann nicht mehr, wo was war. Deswegen setze ich hier immer einen ganz kleinen Tropfen Fett oder so einen kleinen Punkt hier oben einmal auf die Welle drauf, damit die Shimscheiben nicht runterfallen. So, das soll es mit den Gears gewesen sein. Dann fehlt eigentlich nur noch unser Piston. Beim Piston vorne haben wir selbstverständlich einmal unseren O-Ring. Wenn ihr eine Wartung macht, am besten einmal O-Ring abziehen und kontrollieren, dass dieser nicht beschädigt oder nicht porös ist. Porös kommt im seltensten Fall bei SAEGs vor, bei GBBs müsst ihr da aufpassen. Der ist auch noch schön elastisch, den können wir uns auch noch ein bisschen ziehen und ein bisschen dehnen, damit er wieder ein bisschen größer wird, falls er schon mal in Verwendung war. Dann stülpen wir einmal diesen wieder über den Piston her drüber und nehmen auch für diesen O-Ring ein ganz kleines bisschen Silikonfett oder Silikonöl, also irgendwas auf Silikonbasis. Hier aufpassen, keine normalen Öle verwenden, Öl greift praktisch den Gummi an und euer O-Ring wird beschädigt. Also hier auch einfach den O-Ring ein ganz kleines bisschen mit Silikonfett oder Silikonöl einpinseln. Einmal komplett außen rum. So, das sollte schon ausreichen. Dann nehmen wir uns einmal unseren Zylinder her, stecken einmal den Piston rein, halten vorne einmal zu und kontrollieren, dass hier ordentlich abgedichtet wird. Und das ist jetzt auf jeden Fall der Fall, denn hier kommt bereits ab dem hintersten Punkt der Gegendruck zustande, beziehungsweise die Kompression. Okay, so, dann die Tablet Plate, falls ihr die Tablet Plate schmieren wollt, nehmt da auch am besten Silikonfett oder Silikonöl und hier nur ganz, ganz leicht ein bisschen was auf die Laufflächen drauf. Im Regelfall hat aber die Tablet Plate relativ viel Luft in der, was heißt relativ viel eigentlich nicht, aber hat ein bisschen Luft zu der Gearbox, zur Seitenwand und dementsprechend ist es eigentlich nicht unbedingt nötig, eine Tablet Plate zu fetten oder zu beschmieren. Wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, ein bisschen Silikonfett oder Silikonöl auf die Laufflächen auftragen. Wenn ihr jetzt eine SAEG schon des Längeren spielt und ihr habt zum Beispiel einen Spring Guide mit Kugellager oder auch einen Piston Head mit Kugellager, müsst ihr auf jeden Fall bei der Wartung immer kontrollieren, dass das Kugellager noch einwandfrei arbeitet und sauber läuft. Wenn ihr das hier dreht und es kratzt ein bisschen, ist das Kugellager im Eimer. Ansonsten, wenn ihr es warten wollt, kommt ihr auch mit dem Pinsel recht gut hin. Da könnt ihr auch wieder ein bisschen Teflon Fett verwenden. Oder auch ganz normales Öl für Kugellager. Das funktioniert natürlich hier einwandfrei. Ich drücke mir hier einfach mit dem Pinsel immer ein ganz kleines bisschen Teflonfett in das Kugellager rein. Selbe Spiel dann einmal vorne beim Kugellager vom Pistonhead. Na, gehst du rein? So, den Spring Guide an sich müsst ihr eigentlich nicht fetten, außer ihr habt ein sehr krasses Nachschwingen von der Feder. Dann könnt ihr mal probieren, dass ihr ein bisschen Fett auf den Spring Guide auftragt. Das kann dann ein bisschen diese Schwingungen von der Feder ein bisschen dämpfen oder ein bisschen wegnehmen. So Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ein ganz kurzes Technikvideo, Abschmieren von der Gearbox oder Fetten von der Gearbox. Hier müsst ihr, wie gesagt, müsst ihr euch nicht unbedingt festlegen, was ich jetzt hier gemacht habe. So mache ich das halt immer. Andere Spieler schmieren ihre Gearbox eben mit anderen Sachen. Ich würde trotzdem empfehlen, beachtet immer, dass ihr, wenn ihr O-Ringe habt, verwendet unbedingt irgendwas auf Silikonbasis, ebenfalls bei Kunststoffteilen für die Gears und beim GBB für die Abzugsgruppe irgendwas auf Teflonbasis oder auf Graphitbasis. Wie gesagt, was ihr da letztendlich verwendet, ist ganz euch überlassen natürlich. Okay, falls noch Fragen sein sollten, könnt ihr natürlich wie immer Kommentarfeld benutzen. Wenn es gefallen hat, Like und Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein!